Hallo, 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 hallo. Hier ist wieder eure Iris Riedel von Unique bei Iris und wir machen heute zusammen ein schnelles Mittwoch-Make-up. Und zwar mit der Farbe Slick und Agil und mit der Sprühfoundation und Primer und alles, was dazugehört. So, mal sehen, ob man es schnell schaffe oder nicht. Ich mache schon mal den Primer. Übrigens, diese Woche ist ja die tolle Aktion, wo ihr eine Twisted Mascara als Geschenk kriegen könnt und ein Flüssiglidschatten und ein Splash-Lippenstift. Habe ich am Montag gezeigt, dieses Video mit diesen verschiedenen Dingen. Und wenn ihr das Make-up kauft und zusammen den Primer, seid ihr schon qualifiziert für die Twisted Mascara. So, ich mache jetzt den Primer hin. Der soll einwirken. Also ich lasse ihn wirklich 5 Minuten einwirken, damit es wirklich eine gute Unterlage ist. Ihr wisst ja, Primer ist auch ein Anti-Aging-Produkt, weil es die Falte auffüllt und man sieht einfach besser aus und ist eine ideale Make-up-Unterlage. So, 2 nach, machen wir 7 nach, so lange, bis das einwirkt, weil wir ja heute ein schnelles Make-up machen wollen, deswegen nehmen wir heute auch die 4D-Mascara, weil man da schneller ein besseres Ergebnis haben. So, aber mir werde die Wimpern hoch biege jetzt, solange wie der Primer einwirkt. Muss hier noch ein bisschen in meinen Spiegel gucken. Dass ich mir nicht meine Wimpern einklemme oder meine Schlupflider. Ja, Primer gehört zu der Anti-Aging-Produkte, weil er auch Feuchtigkeit spendet, also jedenfalls der von Unique. Wir haben auch extra einen Feuchtigkeitsprimer, den habe ich auch. Aber irgendwie komme ich mit diesem normale besser zurecht und den kann man auch für die Augen nehmen. Aber ich nehme auch immer den Augenprimer extra, weil der Primer, der direkt für die Augen ist, lässt die Lidschattenfarbe besser rauskommen. Sehe gerade erst, dass ich jetzt erst live bin. Ach, jetzt quasi ins Nirvana gesprochen. Ich hoffe nicht. So. So. Rouge. Nehmen wir mal Sisterly. Also das ist einfach eins von meinen Lieblings-Make-up-Arten, weil die Foundation ist so leicht, ich habe mein Licht gar nicht eingeschaltet, dass man die kaum spürt. So, zwar noch ein bisschen früh, aber vermeide es mit dem Kabuki-Pinsel. Kabuki-Pinsel sind 2021 voll im Trend. Da muss man ein bisschen schnell arbeiten. Also wenig auf den Pinsel und nachtrage. Weil es gibt ja so ein Airbrush-Finish und das ist natürlich so hauchdünn, dass es auch schnell trocknet. Seht ihr so? Jetzt funktioniert es langsam schon, dass ich es am Handy kann. So, wo man mehr Deckung braucht, tun wir einfach noch aufsprühe. So. So. Gucke, im Spiegel habe ich besseres Licht. Das am Handy. Ne, ist gut. So. Ich mag das also nicht, so ganz viele Schichten nacheinander aufzutragen, weil ich finde, das sieht maskenhaft
und unnatürlich aus. So, Concealer bloß ein kleines bisschen. Zwar habe ich da nämlich ein winziges Pickelchen. So, hier, hier, hier. Ganz wenig, braucht wirklich nicht viel. Schön verblende. Sogenanntes Lichtdreieck. So. Ja, auch. Ja, am Pickel lasse ich es ein bisschen und dann wird es eingetupft. Ich hasse diese Tränensäcke. Aber ich habe neulich und die Schlupflider. Aber ich habe neulich was gesehen, wo sich einer das hat operieren lassen. Der hat so grauslich ausgesehen nach der OP, so verschwolle und die Augen waren blutunterlaufen. Ich glaube, tagelang danach oder wenn nicht sogar wochenlang. Also, nee, nichts für mich. So. Rouge liebe ich am liebsten so helles Rosa, weil ich finde, es lässt einen einfach frisch aussehen, schön lächeln. Beim Auftrage, so. So. Augenprimer. Mach mal da ein bisschen meine Unordnung weg. Währenddessen. So. Augenprimer lässt die Lidschattenfarbe besser rauskommen. Das war zu viel. Egal. Also das reicht dicke dick für beide Augen. Ich nehme gar nicht alles, weil braucht wirklich nur hauchdünn. Das ist das Tolle eben an so High-End-Produkte, dass man einfach nicht viel Produkt braucht. So. Rosa, habe ich gelesen, steht jeder Augenfarbe, auch jeder Frau. Fange an mit Slick. Auf ein ganz bewegliches Lid. So. Slick heißt Schlamm eigentlich. Sieht eigentlich nicht aus wie Schlamm. Lässt sich super auftragen. Die Farben sind halt auch sehr hoch pigmentiert. So, heute, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Heute ist der Tag, lebe deinen Traum. So ein Aktionstag, also kein Feiertag, aber wie Aktionstag nennt man sowas. In Amerika entstanden. Also lebe deinen Traum praktisch. Wollte ich euch mal fragen, lebt ihr schon euren Traum? Also ich bin mit dem, was ich mache, mit Unique, wirklich, das nehmen wir mal jetzt, auf dem besten Weg dorthin. Und ihr wisst ja, hier, das ist für die Banane. Und ihr wisst ja, ich vergrößere mein Team total gern. Wer sich dafür interessiert, meldet sich bei mir. Ich glaube, das ist schon ein bisschen dunkel. Und seht ihr hier, das soll natürlich nicht sein. Machen wir aber weg. So, jetzt müssen wir mal da ausprobieren. Banane heißt es. Ich mache jetzt eigentlich schon immer zwei Lidschattenfarbe. Also früher habe ich das auch nicht gemacht, wegen der Schlupflider. Und das Auge bekommt dann einfach mehr Tiefe. Schaut das ja dort drüber raus. So genau soll das praktisch sein. Und es gibt im Auge Tiefe. Habe ich gelesen. Jetzt machen wir hier auch noch ein bisschen. Ihr sollt immer die helle Farbe aufs bewegliche Lid und die dunkle
im Augewinkel oder als Smoky Eye. Also die Helle auch über 40, wenn das anfängt mit diesen Schlupflidern. So. Ich wusste am Anfang, wo ich angefangen habe bei Unique, überhaupt nicht Lidschatten, in Gottes Wille. Mir x Tonne Videos anguckt von anderen Kolleginnen, wie das geht, wie man verblendet. Also die Amerikanerinnen und die Engländerinnen, die schminken sich total viel. Weiß nicht, ob die Müll rausbringen, ohne top geschminkt zu sein. Seht ihr? So dunkel war das und nach dem Verblende ist es so. Also keine Angst. Kann man alles verblenden. So. Da eignet sich so ein Haarpinsel, der so fluffig, der so ganz weiche Borste hat. So wie der, das ist extra ein Blending Brush. Blendungspinsel. So, wie gesagt, ich liebe das total, was ich tue. Am Anfang habe ich mir ja nur das Starter-Kit gekauft, weil ich auf die Produkte so scharf war. Aber ich muss wirklich sagen, ich werde dieses Jahr 56 im April. Ich habe noch nie so tolle Kosmetik, mit so toller Kosmetik gearbeitet. Und ich bin auch Hautpflege, gibt es ja auch super tolle von Unique. Noch nie so tolle Hautpflege gehabt und habe noch nie die gleiche Hautpflegeserie so lang benutzt wie die von Unique, weil ich einfach vorher nicht so begeistert war. Und ich möchte halt auch, dass es was bewirkt. So Naturkosmetik ist schön und gut, liebe ich auch. Aber ich habe einfach keine Wirkung festgestellt. Und bei der Unique Kosmetik, also so eine gute Haut, habe ich noch nie gehabt. Habe ich mein so eine gute Haut und habe ich so ein Pickel. Ja, aber ich habe früher ständig so Probleme gehabt mit der Haut. Ist halt schlecht, so Hautvideo zu drehen, Hautpflegevideo. Wie früher auch gemacht, aber die Hautpflegekosmetik ist wirklich super toll. Und ich kenne halt ganz viele, die auch Unique präsenter geworden sind, eben wegen der Hautpflege. So, ist das jetzt gleichmäßig? Ja. Wolle natürlich auch nicht zu viel. Und wir machen heute, also wir machen, das ist auch ganz wichtig. Auch wenn er eine Maske tragt, das Augenmerk auf die Augen natürlich, aber sind die Augen natürlich mehr im Fokus wie die Lippe. Und das ist einfach ein super Trick, wie ihr eure Augen größer erscheinen lasst. Weißer Kajal. So, wir machen jetzt den Lidstrich mit diesem Agil. Denkt, vielleicht hat die noch alle. Nein, macht vollen Putz. So, einfach nur mal hier näher hin. Zum dünnen Pinsel gelingt es. Braucht doch nie wieder ein Kajal kaufen. Und ihr habt immer den passenden Lidstrich. Kann man dann auch noch verblenden, wenn man mag. Und zwar mit dem Wattestäbchen. Sag mal, ist der irgendwie. Stehen Haare ab. So. Wimpern haben wir schon Bogen. Und weil das heute ein schnelles Make-up ist, machen wir heute die 4D-Mascara, weil die schnell geht. So, wir machen auch Wimpernprimer. Ich gucke, ist das der richtige? Nee, ich glaube, das ist der, der schon ein bisschen leer ist. So messy. Ich denke immer, ja, wenn dann der neue nicht kommt, kannst du den ganz alten nochmal nehmen. Ich weiß, ist blöd, aber so ist man halt manchmal.
So. Pflegt die Wimpern super und macht noch ein paar Millimeter Länge dazu. Also die Twisted Mascara, weiß nicht, habe ich schon gesagt, die hat einen Preis gewonnen 2020 fürs innovativste Produkt von Glam oder wie Glam oder so heißt es. Und so eine Schauspielerin, Kaylee Cuoco heißt die. Weiß nicht, vielleicht spricht man das auch anders aus. Ich glaube, Big Bang Theory oder wie heißt der Film, die Serie, wo die mitspielt. Die benutzt die Twisted Mascara. So. Also vergesst nicht, wenn ihr diesen Monat was bestellt, ihr bekommt die Twisted Mascara bei Mindestbestellwert von 81 Euro und 138 Euro noch ein Flüssiglidschatten dazu und dann noch bei irgendwie noch ein Betrag kriegt er noch ein Splash-Lippenstift dazu. So, Highlighter. Nehme ich denn? Iridescent heißt der. Bin mir da, das heißt Iridescent. Gut, so macht man. Der ist sehr leicht aufzutragen. Der ist Cream to Powder. Also der wird wie ein Puder. So. Wo habe ich jetzt wieder das Drehglei durch? Nein, ich drehe nicht durch, aber mein Puderpinsel. So kann man es wunderschön verblenden mit dem Rouge. Und ich mache hier noch einen Zwischenraum. Das mache ich aber mit dem Pinsel, weil ganzes Auge weiß. Einfach mit dem Pinsel. Kein Problem. Auch ums Auge größer wirken zu lassen. Ein wacher, offener Blick hat man dann halt. Ja, das ist jetzt blöd. Sieht natürlich hier schon mal schlechtes Auge. So. Natürlich könnt ihr alles auch mit den Fingern machen. Auftrage der Produkte. Ich benutze halt lieber Pinsel. Hier. Hier. Na, sprengt euch die Frische ins Gesicht? Nee. So, Spaß beiseite. Jetzt. Machen wir den Primer. Wir sind gar keine Klümpchen, aber also ich habe den auch auf die untere Wimpern gemacht. Pflegt und stärkt die Wimpern und macht sie länger unter der Wimperntusche. So. Jetzt hoffe ich, habe ich die richtige 4D. Nehmen wir mal heute. Einfach 4D ist einfach mein Liebling. Jetzt pass auf, wiegel, wiegel. Da mache ich drei Schichten. Oh, nee. Na, guckt schon weg. Natürlich kommt er dann nicht so an die kleinen Härchen wie mit der Twisted Mascara, weil die Bürste ist ja schon ziemlich groß. Also, schau mal die Wirkung. Dieses Auge, dieses ohne Wimpern, sondern ohne getuscht. So, genau das machen wir hier auch. Einfach zickzack hochdrehen,
damit sich die Y-förmige Fasern mit den Wimpern verbinde. Das ist nämlich eine Fasermascara. Sie mal echt näher hier hin rumdrehen. Nee, das Licht nicht so gut. Da hängt nämlich jetzt ein so. Die Bürste hat auch zwei verschiedene Seiten. Deswegen ist gut, wenn ihr die ganz einmal dreht während dem Tusche weiß. Klingt jetzt blöd, aber man hat es ruckzuck raus. So, dazwischen kämme ich die aus. Mach die zweite Schicht. Dann sind wir gleich fertig, Liebestift noch. Na. Ist halt einfach am schnellsten und am effektivsten. Auch sieht man ja meine Wimpern gar nicht bei so bescheuerten Schlupflider. Deswegen bin ich echt froh, dass es Unique gibt. Ja, ich finde irgendwie, manche Frauen fangen an, ab 40 oder so, sich langweilig zu kleiden, nur in Braun und sage, ja, man ist da zu alt. Überhaupt nicht ist man zu alt. Ich weiß nicht, ob von euch jemand Iris Apfel kennt. Ich glaube, das ist so New Yorker. Ich weiß nicht, ob sie Designerin ist. Die Frau ist über 90, kleidet sich knallbunt, hat so riesige, die Brille sieht bescheuert aus, sieht aus wie eine Eule, aber da habe ich gedacht, das ist mein Vorbild. Na nicht. Ah, jetzt bin ich über 50. Hallo, ich werde bald. Bin jetzt schon 6, dieses Jahr im April werde ich 56. Und deswegen werde ich mich nicht irgendwie so kleide. Iris, Iris, was malst du heute rum? So. Also deswegen werde ich mich nicht altmodisch kleiden und braun in braun. Die Mutter von meiner Freundin hat, meine Freundin sieht super aus, lange Beine, super Figur, alles. Ist auf eine Hochzeit gegangen mit dem Mini-Kleid, also so kurz bis vor die Knie, hat die Mutter gesagt, ab 40 trägt man das nicht mehr. Also grässlich, muss ich echt sagen. Lasst euch nichts sagen. Schminkt euch, wie ihr wollt, kleidet euch, wie ihr wollt. Ist euer Recht. So. Wenn man das Auge dann zumacht. Aber das ist schwierig. Nee, ist nicht schwierig, aber. Ich glaube, jetzt habe ich eine Wimper im Auge hier. So. So. Streicht jetzt mal ab irgendwie. Die glaube langsam leer jetzt. Zack, zack. So. So, als Lippenstift habe ich gedacht, von der neue. Mein Liebling, Easy Street. Ich umrande die Lippe, weil ich hier so Fältchen habe und nicht möchte, dass das da ein sickert. Da zugemacht. Nicht runterdreht, egal.
Ja, und ich bin auch total froh, dass die jetzt im Sortiment sind. Die sind super. Obwohl ich auch die Splash-Lippenstifte lieb. Ah, danke schön. Ein gefällt mir. So. So, jetzt ging es ja doch ganz schnell. Ja, okay. Nicht ganz eine halbe Stunde. Hallo, Christine, bist du das? Hallo. So, wir sind am Ende. Mache Setting Spray. Auge zu. Das kannte ich vorher auch nicht. Bevor ich bei Unique war, dass man auch ein Make-up fixiere kann. Oder ja, was heißt fixiere, dass es länger hält. So, meine Lieben, guckt noch jemand zu? Viele Grüße. Also, hier war wieder eure Iris Riedl von Unique by Iris. Wir sehen uns am Freitag. Danke, falls jemand zuguckt. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.